So, in dem Video möchte ich ein kleines Unboxing von diesem Matchbox-Auto machen, von dem 2016er Chevy Colorado Extreme. Ich habe ihn durch Zufall jetzt mal für 1 Euro oder so gekauft. Da habe ich mir gedacht, nehmen wir mit. Da wird sich die Matchbox Hot Wheels Sammlung freuen. Ich weiß auch nicht, wieso ich mir so viel Kitsch kaufe, aber irgendwie ein bisschen kaufsüchtig, würde ich sagen. Normalerweise habe ich halt viele Autos, wo so 50s, 60s ist, weil ich auch gerne Oldtimer fahre. Aber die neueren sehen auch sehr geil aus und sind wirklich schön gemacht. Das wäre auch noch so ein Ding, das könnte man auch noch mal fahren. Da hätte ich auch noch mal Bock drauf. Das ist ein Monster. Aber mal schauen, was das Leben noch so bringt. Hier zeige ich euch jetzt erstmal, wie das Teil aussieht. Von allen Seiten. Von vorne, von hinten. Von rechts, wieder von vorne, von links, von oben. Hier ist ein Reserverad drauf. Oh, ein ganz normales Matchbox-Auto halt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ich weiß, ich mache tausende Videos, aber ihr könnt gerne mal in meine Videos reingucken. Bis denn dann, ciao.